meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Meine Lieben, ich wurde getaggt von meiner lieben Steffi, unsere Mamako Beauty, zum Problemzonen-Tag. Und die liebe Steffi weiß mittlerweile, dass ich diesen Tag eigentlich überhaupt gar nicht mitmachen wollte. Sozusagen, wir haben uns lange darüber unterhalten und Steffi meinte, Heidi, mach den Tag wirklich nur, wenn du dich dazu bereit fühlst, sozusagen, sonst geht es in die Hose. Und heute ist es soweit. Ich mache diesen Tag, aber ich mache den auf meine Art und Weise. Es sind 10 Fragen und die gehen eben rund um den Körper, welche Konfektionsgröße, mit was bist du unzufrieden, was hältst du von Schönheits-OPs, wo kaufst du deine Klamotten, findest du dich attraktiv bzw. hübsch und so weiter. Also ich finde diesen Tag total komisch, ganz ehrlich, und da sind wir schon mitten im Thema. Also die liebe Sandmilli hat diesen Tag ja ins Leben gerufen, das haben ihn schon wirklich ganz, ganz viele YouTuber gemacht. Und ich mag die liebe Sandmilli wirklich sehr. Ich denke jetzt nicht, dass du das Video schaust, aber trotzdem herzliche Grüße an dich. Aber ich muss dir sagen, dass ich das ganz, ganz komisch finde, diesen Tag. Und deswegen werde ich so jetzt auf die Fragen nicht eingehen. Ich möchte einfach nur ein bisschen was dazu sagen. Ich möchte euch meine Meinung darüber sagen. Denn es ist wirklich ein bisschen schwer in dieser Gesellschaft, wenn man nicht der Norm entspricht, will ich jetzt mal so ganz vorsichtig sagen. Egal welche Seite jetzt, ob man kräftiger ist oder etwas dünner sozusagen. Aber ich möchte euch mal was fragen, und zwar: Wie ist das eigentlich? Wer schreibt das eigentlich vor? Also ist die Konfektionsgröße eines Menschen so wichtig? Also macht ihr daran aus, ob ihr den dann nett findet oder nicht? Also ich finde die Frage, also das ist ja die erste Frage, schon mal total komisch. Also ihr könnt euch denken, was für eine Konfektionsgröße ich habe. Ich habe euch schon mehrere Outfit-Videos abgedreht und da sieht man das ganz deutlich. Und ich finde die Frage einfach total überflüssig. Also so viel schon mal dazu. Und es ist halt so, dass ich tatsächlich in meinem Leben schon sehr, sehr viele Kommentare bekommen habe. Also jetzt nicht auf YouTube, sondern hier in meinem privaten Umkreis, wie es denn sein kann, wenn man 4 Kinder hat, dass man so eine Figur hat, und das kann doch gar nicht sein. Mir wurde schon unterstellt, dass ich diese Kinderlein adoptiert habe, dass ich die ja gar nicht selber bekommen habe und so weiter. Das hat mich alles wahnsinnig traurig gemacht, und manche Menschen wissen auch überhaupt nicht, wie verletzend sie eigentlich sein können mit diesen Kommentaren. Nicht zuletzt war ich jetzt in Frankfurt auf dem YouTube-Treffen und die hat es natürlich total im Spaß gemeint, aber es waren mehrere, die dann gesagt haben, oh Mensch, du bist ja total klein. Und ich dachte mir dann noch so, ja, ich weiß, dass ich klein bin, aber das ist auch okay so, was soll ich denn machen? Ich meine, ich kann so viel essen, wie ich will, ich werde auch nicht größer. Ich bin eine kleine Italienerin und das ist auch okay so. Das war noch mit das Harmloseste, was ich bis jetzt gehört habe. Ich werde sehr, sehr oft auf meine Figur angesprochen. Ich werde, wenn wir uns zum Beispiel so umarmen oder so, darauf angesprochen, dass ja an mir gar nichts dran wäre und dass mein armer Mann ja gar nichts in der Hand hält und so weiter. Ich finde solche Kommentare absolut überflüssig und ihr müsst bedenken, dass ihr die Person wahnsinnig verletzt. Denn ihr müsst es jetzt mal so sehen, würde ich zu einer Person sagen, die vielleicht etwas korpulenter ist oder etwas kräftiger, vorsichtig ausgedrückt, würde ich ja auch nicht hingehen und sagen, Mensch, an dir ist aber viel dran, dein Mann hat's ja gut. Oder Mensch, jetzt ess doch mal ein bisschen weniger, an dir ist doch eh schon genug dran. Also versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach, wenn jemand zu einer etwas dünneren Person sagt, Mensch, an dir ist nichts dran, denkt sie, sie würde der Person was Gutes tun, beziehungsweise ihr ein Kompliment machen, aber das ist nicht so. Es gibt ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt, die eben zierlich sind, gar nicht zunehmen können. Dieses Problem hatte ich jahrelang und ich konnte einfach nicht zunehmen. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Es ist so, dass ich jetzt wieder so viel wiege wie an meiner Hochzeit. Ich habe mittlerweile 4 Kinder bekommen und es ist tatsächlich so, dass ich eben sehr schmal bin. Ich würde eher sagen, dass es wahrscheinlich die Gene sind oder dass ich eben eine gute Verbrennung habe. Ich habe einen wahnsinnigen Stress. Ich renne den ganzen Tag durch die Gegend. Ihr könnt es mir überhaupt nicht glauben. Wenn ihr mich sehen würdet, würdet ihr mich wahrscheinlich in eine Anstalt anmelden. Also mit 4 Kindern ist die Rennerei vorprogrammiert, ja. Und manche verarbeiten den Stress eben so, dass sie dann viel essen, beziehungsweise dass es dann ansetzt. Bei mir ist es ganz das Gegenteil. Ich vergesse manchmal das Essen und an manchen Tagen esse ich mehr als mein Mann. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Also zum Mittagessen grundsätzlich nehme ich mir noch einen zweiten Teller, mein Mann nicht, weil der sitzt den ganzen Tag auf der Arbeit und dann, ja, möchte einfach nicht zunehmen. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal in diesem Video sagen. Seid
bitte vorsichtig mit dem, was ihr einfach sagt, denn wie gesagt, ich würde mir dieses Recht überhaupt nicht rausnehmen, sowas zu jemandem zu sagen. Und ich habe tatsächlich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis viele, die etwas kräftiger sind, also mit kräftig meine ich kräftiger als ich. Und das ist total in Ordnung so. Ich liebe diese Menschen und ich schaue einfach, wie die Person ist. Mir ist es doch total egal, was für eine Konfektionsgröße diese Person hat, ob sie eine Schönheits-OP hat, wo sie ihre Klamotten kauft, ja. Und wenn sie mit irgendeiner Zone an ihrem Körper unzufrieden ist, dann versuche ich sie aufzubauen und zu sagen, Mensch, es ist doch überhaupt nicht schlimm. Oder komm, wir machen was dagegen. Komm, wir gehen Inliner fahren. Ich fahre ziemlich viel Inliner mit der Bella zum Beispiel, wenn ich spazieren war und so weiter. Aber ich mache zum Beispiel in dem Sinn keinen Sport. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehe. Ganz im Gegenteil. Dafür bleibt mir dann nicht die Zeit. Aber das ist halt einfach mein Körper und es ist gut so, dass es so ist. Und zu dem Thema, findest du dich hübsch oder was findest du an dir attraktiv? Wir alle müssen uns hübsch finden und attraktiv, denn wir haben alle unsere Stärken. Glaubt mir, früh, wenn ich aufstehe, manchmal erkenne ich mich im Spiegel nicht und denke mir, oh mein Gott, wer bist du? Was machst du hier in diesem Haus? Geh sofort wieder weg. Ich habe mal gute und mal schlechte Tage, ja. An manchen Tagen fühle ich mich total gut und an manchen möchte ich am liebsten nur noch meine Brille tragen, weil ich ja hier schon die Falten habe. Das wisst ihr, dass ich mich jedes Mal darüber beschwere. Aber meine Güte, ich lache eben nun mal gerne und viel und dann sieht man eben die Falten. Mein Gott, ich habe mich dran gewöhnt und es ist auch total in Ordnung. Und auf die letzte Frage möchte ich nochmal eingehen und zwar heißt die, was soll sich da draußen in der Welt oder an dir selbst ändern? An der Welt da draußen soll sich ändern, dass ihr, beziehungsweise dass auch ich, weniger mit Vorurteilen an eine Sache drangehe. Denn vielleicht ist euch das schon mal passiert, so im Unterbewusstsein. Ihr seht irgendwo jemand durch die Fußgängerzone laufen, vielleicht einen etwas ärmeren, ist mir auch schon passiert. Und dann denke ich mir, ach du meine Güte, der Arme. Oder ihr seht vielleicht eine, die total aufgetakelt ist und ihr denkt euch, boah, die hat wahrscheinlich total viel Geld. Aber glaubt mir, das ist nicht so. Ja, und ich möchte euch von einem ganz, ganz guten Beispiel erzählen. Und zwar war es so, dass wir ja gebaut haben und ich habe mir meine Traumküche aussuchen wollen. Ich war bei Neubert und ich habe mich wirklich sehr, sehr lange auf dieses Thema vorbereitet, also über 1,5 Jahre. Ich habe schon gewusst, was ich will. Und ja, mein Mann und ich, wir waren eben bei Neubert. Ich habe eine Küche gesehen, da stand kein Preis und da habe ich dann den Verkäufer gerufen. Ich war, ja, wie immer so ein bisschen schicker, wie ich halt immer rumlaufe. Und mein Mann, der ist, ja, ganz normal gekleidet gewesen. Allerdings hat er Birkenstock angehabt. Mein Mann, der trägt die sehr oft, weil es eben arbeitstechnisch bei ihm so besser ist. Und ja, der Verkäufer hat dann meinen Mann erstmal von oben bis unten angeschaut. Und hat mich dann angeschaut und meinte dann so, dass diese Küche doch sehr, sehr teuer wäre. Und ich habe gesagt, ja, das kann ich mir denken, dass diese Küche teuer ist. Wie viel kostet sie denn jetzt eigentlich? Und dann hat er mir einen Preis genannt. Aber allein diese Aussage, also man hat richtig gemerkt, dass er total nach dem Aussehen gegangen ist und sich wahrscheinlich gedacht hat, der gute Mann, der kann seiner Frau diese Küche wahrscheinlich eh nicht kaufen. Das war doch sehr, sehr herablassend, wie er uns behandelt hat. Und das möchte ich einfach, dass sich ändert, dass man nicht nach dem Äußeren geht, sondern ganz egal, ich für mich mache es so, ich habe auch meine Kinder so weit erzogen, dass sie jedes Mal, wenn sie irgendwelche Fragen haben, wenn sie irgendjemanden in der Stadt sehen und den vielleicht für sich erstmal etwas komisch finden, zu mir kommen, mir jedes Mal irgendwelche Fragen stellen können, ich erkläre es ihnen, das ist überhaupt kein Problem, aber sie sollen bitteschön niemals mit Vorurteilen durchs Leben gehen, denn sie sollen die Person erstmal kennenlernen und sich dann eben ihr Urteil bilden. Dann kann man immer noch sagen, nee, die mag ich nicht, die hat einen blöden Charakter oder die ist total in Ordnung, egal wie viel diese Person wiegt, ob sie eine krumme Nase hat, ob sie kurze oder lange Beine hat, das ist ganz egal. Ja, das wollte ich euch jetzt eben mal sagen, wie traurig ich da eigentlich bin, wenn mir jemand sowas sagt. Wahrscheinlich denken die meisten, das wäre ein Kompliment. Vielleicht meinen sie es auch gar nicht böse, aber ich möchte wirklich da appellieren, ja, mal nachzudenken, sowas zu sagen. Also, wer schreibt es denn eigentlich vor, wie viel man zu wiegen hat, wenn man so und so viele Kinder bekommen hat? Also, wenn man 2 Kinder bekommen hat, muss man so viel wiegen. Wenn man 4 Kinder bekommen hat, muss man so viel wiegen. Also, erklärt mir das. Ich verstehe es einfach nicht. Ich finde es ja, sehr, sehr traurig, wie gesagt. Und ich habe mal ein Video dazu kommentiert, dass ich da sehr traurig drüber bin, wenn mir sowas gesagt wird. Und als Gegenkommentar kam dann, Mensch, sei doch froh, es gibt doch nichts Schöneres und so weiter. Aber wie gesagt, da geht man einfach nur aufs Äußere und das finde ich sehr, sehr schade. Ich habe über 20 Kilo bei jeder Schwangerschaft zugenommen, es ist tatsächlich so. Und ich habe das danach wieder sehr schnell unten gehabt. Also ich ja, habe mich viel bewegt, ich habe gestillt und so weiter, ich habe wahnsinnigen Stress gehabt.
Und ja, dann war meine Figur eben wieder so wie am Anfang. Aber das dann anzumaßen, zu jemandem zu sagen, Mensch, du könntest auch mal was tun und was, du hast erst ein Kind und warum wiegst du noch so viel, das würde mir ja auch nicht in den Sinn kommen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich hoffe, dass ihr versteht, was ich euch mit diesem Video sagen möchte. Ich möchte überhaupt gar niemanden angreifen, ganz im Gegenteil. Ich wollte euch mal die Augen öffnen, wie es eigentlich ist, wenn man eine zierliche Figur hat, vorsichtig ausgedrückt, ja, weil es gibt natürlich Frauen, die wiegen noch weniger als ich, ist ja klar, logisch, also junge Mädchen wahrscheinlich, aber Frauen in meinem Alter, und seid da bitte vorsichtig in dem, was ihr sagt, und denkt drüber nach, auch wenn ihr es als Kompliment seht, wirklich, also manchmal lächle ich darüber, aber es gab wirklich vor Jahren schon Zeiten, wo ich mir einfach gedacht habe, warum kriege ich sowas gesagt? Das ist total unfair. Was wollen die eigentlich sehen? Also was wollen die an mir sehen? Versteht ihr? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es überhaupt nicht wichtig ist und es ist gut so, wie ich bin. Und das ist ja diese eine Frage, ob man sich schön findet. Und jeder sollte sich schön finden. Also alle ihr da draußen, alle seid, ja, ihr seid alle schön. Irgendjemand von euch kann irgendwas besser als ich und dafür kann ich irgendwas besser. Und ja, ich habe was an mir, was sympathisch ist, und ihr habt natürlich auch was an euch, was total sympathisch ist und was euch einfach ausmacht, was euren Charakter ausmacht. Und das ist einfach das, was zählt. Und es ist eigentlich so, dass wir alle total in Ordnung sind, so wie wir sind. Egal jetzt, ob mit krummer Nase, kleine Brüste, große Brüste, kurze Beine, lange Beine, das ist total egal. Also das ist ganz wichtig, dass ihr euch akzeptiert. Das habe ich auch gemacht. Wie gesagt, ich habe auch manchmal so Tage, wo ich mir denke, oh mein Gott, heute möchtest du gar nicht aus dem Haus. Das gibt's eben nun mal. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit mir. Und das ist ganz wichtig, dass ihr da im Reinen mit euch seid und dass ihr euch liebt. Denn so könnt ihr euch auf andere konzentrieren bzw. auf andere zugehen und fröhlich zugehen und das Leben einfach genießen und nicht verbittert sein und euch denken, warum ist die jetzt so dünn oder warum ist die so, warum hat die einen knackigen Popo oder warum habe ich so und so. Also das ist ganz schwierig, wirklich. Das ist ein Thema für sich. Ich möchte da wirklich auch, wie gesagt, überhaupt niemanden angreifen. Da bin ich die Letzte, die das machen möchte. Ich hoffe, ihr habt es auch verstanden, und das wollte ich noch ganz kurz hinzufügen. Und ich habe euch jetzt meine Meinung darüber gesagt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht geschockt oder total zugetextet. Das war einfach jetzt meine Interpretation dieses Texts. Ich hoffe, es war in Ordnung. Und ja, ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das findet. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!